Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial von Meine Backbox. Wir backen heute einen Bratapfelchriststollen. Gefüllt mit Marzipan, Rohmrosinen, Mandeln und Äpfeln wird er super lecker und auch schön fluffig und saftig. Es wird kein trockener Christstollen, versprochen. Aus der Box brauchst du dazu die Farmer Snack Mallorca Mandeln in Salt, Rohmrosinen und Lübecker Marzipan Rohmasse von Dr. Oetker, den Apple Pie Tee von Fitvia und die Stollenform von Zenka. Als erstes bereiten wir den Hefeteig zu. Du benötigst dafür den mit heißem Wasser aufgegossenen Apple Pie Tee, frische Hefe, Mehl gemischt mit Zucker, weiche Butter und ein Ei. Den Tee ca. 15 Minuten ziehen lassen und durch ein Sieb in die Rührschüssel abgießen. Die Hefe zerbröseln und im Tee auflösen lassen. Nun mit etwas Mehl vom Rand mischen. Den Vorteig dann für ca. 10 Minuten gehen lassen. Nun das Ei und die weiche Butter zum Vorteig hinzugeben. Den Teig dann mit den Knethaken des Rührgeräts auf mittlerer Stufe für 3 Minuten zu einem geschmeidigen, weichen Teig kneten lassen. Mit dem Teigschaber dann nochmal etwas vom Rand lösen. Die Rührschüssel dann mit einem Geschirrtuch abdecken und für eine Stunde an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. In der Zwischenzeit die Füllung vorbereiten. Dazu einen Apfel in 1 cm kleine Stücke schneiden. Die ganzen Mandeln klein hacken. Die Marzipanrohmasse in einem Gefrierbeutel zu einem 25 x 20 cm dünnen Rechteck ausrollen. Alternativ zum Gefrierbeutel kannst du auch 2 Frischhaltefolien nehmen und die Rohmasse dazwischen ausrollen. Nach dem Gehen den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche nochmal kurz per Hand durchkneten. Etwas flach drücken und dann die Rumrosinen, die Apfelstücke und die Mandeln nach und nach unterkneten. Den Teig dann zu einem ca. 30 x 25 cm großen Rechteck flach ausdrücken. Die Marzipanplatte dann darauf legen. Die Ränder über das Marzipan klappen und festdrücken. Nun von der langen Seite her eng aufrollen. Die Teigrolle dann mit der Naht nach oben in die Stollenform hineinlegen und etwas andrücken. Die Stollenform muss übrigens nicht gefettet werden. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech stürzen und ein weiteres Mal für 20 bis 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Die Form bleibt dabei auf dem Teig liegen. Den Backofen auf 230 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Stollen dann samt Form in die zweite Schiene von unten schieben. Den Ofen dann auf 170 Grad Ober- und Unterhitze herunterdrehen und für 40 Minuten backen. Danach die Form entfernen und für weitere 10 Minuten backen. Nach dem Backen den noch heißen Stollen mit der Hälfte der flüssigen Butter bestreichen.
auf die Butter dann Puderzucker darüber sieben. Mit der restlichen flüssigen Butter den Stollen dann nochmal bestreichen und wieder Puderzucker darüber sieben. Den Stollen dann für ca. 12 Stunden bei Raumtemperatur offen auskühlen lassen. Damit der Christstollen dann gut durchziehen kann für mehrere Tage bzw. Wochen, müssen wir ihn gut verpacken. Dazu zuerst in Alufolie einwickeln. Danach noch in Frischhaltefolie wickeln. Den Stollen dann für 1 bis 2 Wochen kühl und trocken lagern. Nach der Lagerzeit ist der Stollen noch 1 bis 2 Wochen haltbar. Vor dem Servieren oder Verschenken solltest du ihn noch ordentlich mit Puderzucker bestäuben. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Mitbacken. Hinterlass uns doch einen Kommentar, wie dir das Rezept gefallen hat und abonniere unseren Kanal, damit du kein Rezept mehr verpasst. Bis dann, tschüss!